Mein Name ist Matthias Rupp. Wir von der Klett Sprachen Geschäftsführung freuen uns riesig, Sie endlich wieder persönlich auf der IDT in Wien, der Internationalen Deutschlehrerinnen und Lehrermesse, zu treffen. Mit dem Motto der IDT mit Sprache teilhaben, können wir uns als Sprachenverlag zu 100% identifizieren. Gerade heute ist es umso wichtiger, mit Sprache Konflikte gewaltfrei zu lösen. Wir haben aber ein großes Fest, das wir ebenfalls auf der IDT feiern wollen. Sie sind herzlich eingeladen zu unserem 125-jährigen Klett-Jubiläum. Kommen Sie zu uns an den Stand und sehen Sie unsere neuen Lehrwerke, unsere Lektüren, Grammatiken und Wortschätze, Prüfungsmaterialien, die speziell für Deutsch als Fremdsprache bzw. Deutsch als Zweitsprache entwickelt worden sind. Ebenfalls können Sie dort unsere zahlreichen digitalen Medien anschauen. Wir präsentieren Ihnen gerne unsere Lösungen, die vielfach weltweit im Einsatz sind in den verschiedensten hybriden Unterrichtsszenarien. Kommen Sie zu unserem Stand, lassen Sie uns gemeinsam feiern. Wir freuen uns sehr. Hallo, mein Name ist Marta Lazzaridou. Und ich bin Claudia Oppenländer. Im Vertrieb von Ernst Klett Sprachen sind wir zuständig für das Veranstaltungsmanagement und kümmern uns um die Erstellung und den Versand der Einladungen. Wir sind die Schnittstelle zu unseren Referierenden und zu den Fachberatern und Fachberaterinnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir freuen uns, Sie immer wieder mit aktuellen Themen aus DAF und DATS zu begeistern. Gerne beantworten wir Ihre Nachrichten unter der E-Mail-Adresse veranstaltungsservice@klett-sprachen.de. Für die IDT haben wir Ihre Anmeldungen zum VIP-Abend entgegengenommen und die Namensschilder erstellt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß auf der Messe. Hallo, ich bin Arek Frobel und arbeite seit 5 Jahren als Redakteur für Deutsch als Fremdsprache bei Ernst Klett Sprachen. In der Redaktion für lehrwerkunabhängige Materialien bin ich unter anderem zuständig für die Bereiche Grammatik und Grammatiktraining. Um die Lernenden bei dem oft unbeliebten Thema Grammatik zu unterstützen und zu motivieren, entwickeln wir unterschiedliche Konzepte und Angebote und zeigen damit unterschiedliche Wege, wie man Grammatik lernen und trainieren kann. Eine wichtige Rolle spielen dabei auch solche Aspekte wie Landeskunde, Kultur, Alltag, Humor, authentische Texte und natürlich auch Digitales. Alles nach dem Motto, Grammatik muss nicht trocken und langweilig sein. Ich freue mich sehr, dass wir Ihnen auf der IDT unseren neuen Titel vorstellen können. Mein Name ist Annette Kuppler. Ich bin Redakteurin für Deutsch als Fremdsprache im Bereich Lehrwerke. Als Redakteurin bin ich dafür zuständig, dass aus einer ersten Idee für ein Lehrwerk am Ende ein fertiges Produkt wird. Ich koordiniere alle möglichen Prozesse, eben von so einer ersten Idee bis zum fertigen Buch oder auch bis zum fertigen digitalen Produkt. Dabei arbeite ich mit ganz vielen Menschen zusammen im Verlag. Ich habe Kontakt zu allen möglichen Kolleginnen und Kollegen aus fast allen Abteilungen. Wir arbeiten in der Redaktion aber auch sehr viel mit Leuten, die nicht im Verlag angestellt sind. Das sind vor allem die Autorinnen und Autoren, die für uns die Bücher schreiben, mit denen wir heiß diskutieren, wie die besten Aufgaben aussehen sollen, wie das Buch am Ende aussehen soll. Ja, die schönsten Momente für mich sind tatsächlich, wenn so ein gedrucktes Buch dann am Ende auf meinem Schreibtisch liegt, ich da blättern kann, mich freuen kann, dass am Ende tatsächlich was rausgekommen ist aus der vielen Arbeit, was ich in die Hand nehmen kann. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass ein Lehrwerk ja ein Produkt ist, das nicht in der Schublade verschwindet, sondern dann eigentlich im Unterricht erst nochmal so ein eigenes Leben kriegt. Ich freue mich sehr, dass die IDT dieses Jahr stattfindet und dass auch wir aus der Redaktion mal wieder die Gelegenheit haben, mit vielen verschiedenen Personen ins Gespräch zu kommen über unsere Lehrwerke, die neuen Lehrwerke und vielleicht auch über Ideen für was wir auch immer noch so produzieren könnten. Ich bin Georg Höfer und leite bei Ernst Klett Sprachen die Bereiche Kundenservice und Vertriebsinnendienst. Unsere Mitarbeiterinnen beraten Sie gerne per Mail oder am Telefon, wenn Sie auf der Suche nach dem passenden Lehrwerk sind, aber auch bei allen anderen Anliegen. Ihre Bestellung auf der IDT
wird direkt an uns weitergeleitet und wir werden diese so schnell wie möglich für die Auslieferung an Sie bearbeiten. Wenn Sie nach der Messe noch weitere Fragen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Nachricht. Wir freuen uns auf Sie. Hallo, wir sind Julia Westerli und Franka Nickel und zusammen mit Josefa Diaz und Beatrix Heimann organisieren wir die Online-Seminare für DATSDAF. In den Seminaren geben unsere Referierenden Ihnen Tipps und Tricks aus der eigenen Unterrichtspraxis. Die Seminare finden Sie in unserem Veranstaltungskalender. Um teilzunehmen, müssen Sie sich einmal auf Ernstcat Sprachen registrieren und haben dann eben Zugang zu den Live-Veranstaltungen, zu den Videos in der Mediathek und zu exklusivem Downloadmaterial für Lehrende. Neben der Organisation unserer Online-Seminare bin ich auch dafür zuständig, Sie zu unseren lehrwerksunabhängigen DAF-Materialien zu beraten. Das heißt, ich bringe Ihnen zur IDT eine große Auswahl unserer DAF-Lektüren mit, aber auch Spiele für den Unterricht, Grammatiken und jede Menge Fertigkeitentraining. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen, auf Ihre Fragen, Ideen und auch den Austausch. Bis bald auf der IDT. Wir sehen uns dort. Hallo, mein Name ist Sonja Gerner. Ich bin bei Ernstcat Sprachen zuständig für Digitales. Da hat sich in den letzten 10 bis 20 Jahren wahnsinnig viel getan. Wir haben bereits 2010 angefangen und Inhalte für Moodle bereitgestellt. Später haben wir digitale Lehrwerke entwickelt auf DVD oder USB-Stick, Online-Übungen, digitale Einstufungstests. Heute bieten wir für über 300 Titel digitale Ausgaben an, entweder mit Lernmanagementsystem oder als digitales Unterrichtspaket mit zahlreichen Extras. Für uns steht immer im Vordergrund bei diesen digitalen Lösungen, wie können wir Sie am besten unterstützen, wie wollen Sie unterrichten? Und das ist eine wahnsinnig spannende und nie langweilige Aufgabe. Mein Rat für die IDT: Nutzen Sie die Gelegenheit, probieren Sie unsere digitalen Lösungen direkt bei uns aus.